Ja, auch von mir nochmal herzlich willkommen zu diesem Weihnachtsgottesdienst. Ihr habt es vorhin gelesen, ich habe das Thema bewusst verschleiert. Ich habe es genannt, die etwas andere Weihnachtspredigt. Der Wunsch, diese Predigt zu halten oder dieser Gedanke oder ja, das Thema ist schon lange in meinem Herzen gereift und Albert hat ja auch eigentlich eine Predigt gehalten zum ähnlichen Thema. Und das Thema, um das heute geht, ist das Vaterherz Gottes. Und ich habe mir dann Gedanken gemacht, macht es überhaupt Sinn, das an Weihnachten zu halten, weil an Weihnachten, da erwarten wir ja alle irgendwie eine Predigt von der Krippe, vom Jesuskind, von den Hirten. Irgendwas Besinnliches halt, ne? Aber ich habe mir gedacht gehabt, ja, gerade an Weihnachten ist das Thema so wichtig. Und erstens sind wir eine Gemeinde, die keine typische Weihnachtspredigt haben. Also habe ich mir gedacht, dann passt das ganz gut rein. Und zweitens, was passt besser als Weihnachten, wirklich über dieses Vaterherz Gottes zu sprechen? Und es wird nicht die letzte Predigt sein zu diesem Thema, weil ich gemerkt habe, es ist so umfassend. Und wir haben heute auch ein bisschen weniger Zeit. Von dem her wird es mit Sicherheit nochmal eine Predigt 2.0 geben zu dem Thema. Im Endeffekt ist es so, dass ja unser ganzer Glaube auf dieser unumstößlichen Wahrheit fußt, ja, diese Liebe, die der Herr zu uns hat. Und für mich ist immer die Frage, bin ich mir zu dessen 100% bewusst, dass Gott ein liebender Vater ist? Ja, bin ich mir dessen wirklich bewusst, kann ich den Gedanken überhaupt zulassen, dass Gott mein liebender Vater ist? Wir haben so viel gehört darüber, wir haben so viel gelesen, wir haben so viel studiert, wir haben so viel Wissen. Wir haben vielleicht auch Erkenntnis im Sinne von kennen. Aber haben wir Offenbarung darüber, was es bedeutet, dass der Herr mein Vater ist? Denn Offenbarung bedeutet eigentlich, ja, dass es wirklich fest verankert in meinem Herzen ist. Nicht das Wissen, nicht das Kennen, nicht das Studiert haben, sondern wirklich die Offenbarung vom Herrn. Das heißt dann wirklich, dass es hier angekommen ist in meinem Herzen. Und es bedeutet auch, dass wenn der Feind kommt, um mir diese Dinge zu rauben, zu stehlen, madig zu machen, zu sagen, es ist doch nicht so, dann weiß ich, nee, ich bin richtig und er ist falsch. Und das wünsche ich mir so sehr für uns alle heute, ja, dass wir, die diese Predigt hören, diese Gewissheit bekommen, diese Offenbarung wirklich in unserem Herzen bekommen, dass Gott dieser liebende Vater ist. Ich kann euch wahrscheinlich nicht viel Neues erzählen. Wie gesagt, wir haben das Thema schon so oft gehabt und es gibt unzählige Predigten darüber, aber ich bitte euch, dass ihr euch wirklich euch hinsetzt, auch nach der Predigt nochmal. Und ich hoffe, dass ihr wirklich Lust dazu bekommt, den Herrn zu bitten, dass er euch Offenbarung über sein Herz gibt. Ja, ich habe es schon oft gehabt, dieses Thema Zephania 3,17, ja, dass der Herr über mich jubelt. Und das war für mich, ich wusste das schon immer. Ja, den Vers so oft gelesen und erst wie diese Offenbarung kam, ja, dass der Herr zu mir gesagt hat, schau, ich schaue dich an durch Jesus, ja, das bin ich, das ist Jesus und ich schaue dich durch Jesus an und ich kann gar nicht anders, als über dich zu jubeln. Und diese Wahrheit, wie die in meinem Herzen angekommen ist, ja, das kann man nicht mit 15 Predigten gleichsetzen. Und deswegen bitte ich euch wirklich, geht dann nochmal nach der Predigt auch in euch und bitte den Herrn wirklich über sein Vaterherz euch Offenbarung zu geben. Und deswegen möchte ich auch ja, ich möchte auch Gefühle heute ansprechen. Ja, also keine Sorge, es wird keine fleischliche Predigt oder irgendwas in der Art. Aber er hat gesagt, dass wir Gott nicht spüren dürfen. Ja, Gott hat Gefühle und Gott hat auch uns Gefühle gegeben. Und wir wissen, dass wir uns von denen nicht beherrschen lassen dürfen, das wissen wir alle. Aber jeder von uns hat schon Zeiten erlebt und wenn das noch nicht der Fall war, dann werden sie kommen, ohne das jetzt aussprechen zu wollen, indem wir Gott nicht spüren oder fühlen. Und gerade dann müssen diese Wahrheiten, diese Offenbarungen in unserem Herzen sein, dass ich sagen kann, doch, ich weiß es, der Vater liebt mich, egal was es ist. Sonst ist es vielleicht so, wie in einer Geschichte, die ich euch kurz erzählen möchte. Und zwar, stellt euch vor, Dorfschule, erste Klasse. Man, jeder von uns ist wahrscheinlich nicht in eine Großstadtschule gegangen, ne, sondern meistens in der Dorfschule. Also ihr könnt euch das ganz gut vorstellen. Erste Klasse, Lehrerin sagt zu den Kindern gleich am Anfang, malt doch mal ein Bild von eurem Papa. Und die Kids fangen an, kritzeln, kratzeln. Ein Junge steht aber vor seinem, oder sitzt vor seinem Blatt, Stift in der Hand.
und malt nichts, das Blatt ist leer. Dann kommt die Lehrerin und sagt, warum malst du nichts von deinem Papa? Und dann sagt er, ich weiß nicht mehr, wie mein Papa aussieht. Und die Lehrerin, ja, du musst doch das irgendwie noch wissen. Nein, ich weiß es nicht mehr. Die Lehrerin überlegt und sagt, dein Papa, der arbeitet auch gegenüber von der Schule. Du rennst jetzt dahin, also Erziehungsberechtigte weghören, ne? Lehrer weghören. Vor 30 Jahren war das vielleicht noch möglich. Du rennst jetzt dahin, ich stelle mich ans Fenster, schau zu, wie du da hinrennst, schaust deinen Papa an und kommst zurück und malst den Papa. Und noch bevor die Lehrerin zu Ende gesprochen hat, ist er aufgesprungen, rüber über die Straße, hat seinen Papa angeschaut, Tür kurz auf, Papa, was ist los, Tür wieder zu, zurück und malt das Bild. Ein wunderschönes Bild von seinem Papa. Aber geht es uns nicht oft genauso? Ja, dass wir gar nicht mehr wissen, wer unser Papa im Himmel ist? Dass wir es vergessen haben, wie unser Papa im Himmel ist? Und ich habe mir sogar so oft gedacht, wir schreien vielleicht so oft zu ihm und sagen, Herr, hilf mir! Ja? Und wenn wir da mal hinhören würden in diesem Schreien, dass wir alles übertönen, da kommt vielleicht dann, komm du, meine Tochter, zu mir. Komm du, mein Sohn, zu mir. Ich denke, das ist der Schlüssel, dass wir uns aufmachen, uns unseren Vater kennenzulernen, wirklich, ja. Wir alle wissen, dass Gott Vater ist und wir haben alle Erfahrungen gemacht mit unseren Vätern, ja. Manche vielleicht schlechte Erfahrungen, andere gute Erfahrungen, andere ganz schlechte Erfahrungen, wieder andere gar keine Erfahrungen, weil sie ihren Vater überhaupt nicht kennen. Vielleicht ist es auch das Superhero für dich, ja. Dein Daddy war vielleicht das Superhero, aber es ist trotzdem nur ein billiger Abklatsch von dem, was Gott ist, ja. Und das alles projizieren wir dann auf Gott und dann haben wir Gottesbild von ihm, das mit der Realität nichts zu tun hat. Amen. Viele von euch wissen es. Ich habe auch zwei Väter. Ja? Einen, der mich quasi gezeugt hat und einen, der mein Papa ist. Und ich habe lange Zeit nicht gesagt, ich will meinen leiblichen Vater kennenlernen. Ja, das war dann erst mit 35. Habe ich gesagt, ich will den Mann doch kennenlernen und will wissen, wer er ist. Und ich habe ihn noch nicht oft gesehen. Wir haben jetzt ab und zu mal per WhatsApp Kontakt, das ist gut. Und es ist ein Mann, ja, er ist gebrochen. Er ist gezeichnet vom Leben, würde ich jetzt mal sagen. Er hat viele Dinge hinter sich, teilweise selbstverschuldet, teilweise unverschuldet. Und ich habe einen Papa, der mich großgezogen hat, ja, und ich bin ihm so dankbar dafür, dass er auch nie einen Unterschied gemacht hat zwischen mir und meinen Brüdern, ja. Er hat immer gesagt gehabt, du bist einer von mir, so quasi, ne. Und trotzdem prägen diese Erfahrungen, trotzdem prägt es, unbewusst nicht zu wissen, wer sein Vater ist. Und ich habe mir das lange Zeit nicht eingestanden und habe lange Zeit das auch verdrängt. Und ich habe aber gespürt gehabt, ich muss dem Ganzen erstens mal einen Schlussstrich setzen, zu sagen, okay, ich will den Mann jetzt kennenlernen und ich will aber auch dann weitergehen. Ja, ich will das nicht so wie ein Damoklesschwert über mir lassen, sondern ich möchte es wirklich ablegen und möchte es auch dem Herrn geben, weil ich eben weiß, er ist besser. Ja, und was der Mann verbockt hat, die Väter sind, die wissen es. Ja, wir verbocken viel. Ja. Und ich mache ihm da auch gar keine Vorwürfe, aber wie gesagt, wir haben einen Vater im Himmel, der um 1000-mal besser ist. Halleluja. Amen. Und das möchte ich heute Abend auch erreichen, ja, dass wir spüren, welch eine Liebe der Vater zu uns hat. Und wenn du es noch nie gespürt hast, wie sehr Gott dich liebt, wie willst du dann dieses Geschenk, das wir heute feiern, überhaupt annehmen? Ja? Wie willst du, wenn du Christ bist, überhaupt in deine Identität kommen, die Jesus für dich hat, wenn du die Liebe des Vaters dir überhaupt nicht sicher bist? Und ein Vers, der mich sehr geflasht hat, es war ein Vers aus Gerhards Predigt, der vor 3 Wochen, glaube ich, bei uns war. Und zwar steht er in Jesaja 53, 10. Und ich habe den zwar schon gelesen, aber mich hat, also wie ich den Vers gelesen habe, nochmal wirklich, ja, umgebeamt. Und da heißt es, dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Nachkommen sehen und seine Tage verlängern. Und das Vorhaben des Herrn wird in seiner Hand gelingen. Wir alle wissen, dass Jesaja hier von Jesus spricht. Und da steht, es gefiel dem Herrn, ihn zu schlagen. Ihn, seinen eingeborenen Sohn, ja,
seinen Sohn, von dem er sagt, das ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich wohlgefallen. Und es ist so, ja, es geht im Kopf nicht zusammen. Ja, warum tut ein Gott sowas? Warum tut ein Vater sowas? Und die Antwort ist, aus Liebe. Ja. Wie ich schon gesagt habe, wir bringen es nicht zusammen und unser Glaube lässt sich nicht im Kopf erklären. Das ist unmöglich. Und wenn du versuchst, das zu verstehen, verstandesmäßig, dann haut es dir so die Hirnschale raus wie mir. Das geht nicht. Und ich bin ein Kopfmensch. Ja, immer noch. Ich arbeite viel mit Zahlen und von dem her weiß ich, von was ich rede. Deswegen ist es so wichtig, dass wir das ins Herz lassen. Dass wir diese Worte Gottes ins Herz lassen. Ja, unser Kopf, wir wollen es begreifen, aber es lässt sich nicht begreifen. Und solange die Dinge nicht im Herz sind, ist es, wie ich es vorhin gesagt habe, keine Offenbarung. Und Gott liebt Jesus, seinen Sohn, ja. Das steht zweifelsohne zur Debatte, nicht zur Debatte, aber er liebt auch uns. Ja, und das ist diese Liebe, die da beschrieben wird. Er liebt mich wie dich. Und aus dieser Liebe heraus, ja, hat Jesus alles gegeben, wir haben es vorhin auch gesungen, dieses ausreichende Sündopfer dieser Welt hat Jesus für uns gegeben aus dieser Liebe heraus. Gott sah in diesem Moment nicht Jesus, seinen geliebten Sohn, sondern er sah die Sünde. Ja, die Sünde, die auf Jesus lag und wandte sich deshalb von ihm ab. Und deshalb gefiel es ihm, ihn zu zerschlagen. Und den Beginn dieser Liebesgeschichte, den feiern wir heute. Ja. Heute ist Weihnachten und das feiern wir heute, dass Gott seinen Sohn gegeben hat für uns. Und Gott wusste, dass es ca. 33 Jahre später so enden würde. So wie es Jesaja geschrieben hat. Und übrigens, Jesaja hat 700 Jahre vor Christus gelebt, wie er das aufgeschrieben hat. Also Jesus kam. Ja, er kam, für unsere Sünden zu sterben. Er kam, um sein Reich aufzubauen. Aber er kam auch, um uns den Vater nahe zu bringen, um jeden dem Vater nahe zu bringen. Und die Juden wussten damals sehr wohl, dass Gott Vater war. Ja. In Jesaja zum Beispiel wird er Ewigvater genannt. Oder im Psalm 103, 13 steht, wie sich ein Vater über seine Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, welche ihn fürchten. Also die wussten das. Also es ist nicht so, dass es im Alten Testament nicht Gott den Vater gab, aber sie hatten keine Beziehung zu ihm. Für die Juden war es in erster Linie dieser heilige Gott, dieser unantastbare Gott, ja, dieser Gott, dessen Namen man nicht mal ausspricht. Ja. Und gerade auch deshalb bin ich davon überzeugt, dass Jesus auf die Welt kam, um dieses verschobene Gottesbild wirklich gerade zu richten. Ja. Nicht falsch verstehen, Gott ist der Heilige. Das ist unbestritten, aber er ist eben auch Vater. Und er ist ein Vater, der eine Beziehung haben will zu uns. Und genau diese Liebe des Herz des Vaters zu verstehen, in Anführungszeichen, ist doch der Schlüssel, wie wir miteinander umgehen. Ja, wir haben es letzte Woche gehört, der Predigt, dass wir echte Beziehungen haben müssen und haben wollen unter uns. Und ich bin davon überzeugt, das wirklich zu leben funktioniert nur, wenn ich in der Liebe des Vaters lebe. Und als ich das erste Mal wirklich in meinem Herzen gespürt habe, dass Gott mich liebt und jeder, der es schon mal erlebt hat, der weiß, was das für ein Gefühl ist. Ja. Diese Liebe, das hat mein Leben eine Wendung gegeben. Ja. Und ich würde hier nicht stehen und ich könnte auch hier nicht stehen, wenn ich das nicht schon mal gespürt hätte. Ich bin immer noch am Anfang von dem Ganzen, also definitiv. Ja. Also die Liebe Gottes ist so unbegreiflich, deswegen heißt es ja auch, im Epheser, dass wir darum beten sollen, wirklich diese Liebe zu verstehen, die doch eigentlich jeden Verstand übersteigt. Aber ich bin sehr dankbar für diesen Startpunkt. Und ich bin sehr dankbar, dass der Herr uns da tiefer hineinführen wird, jeden Einzelnen, der sich wirklich danach ausstreckt, immer tiefer zu gehen und gleichzeitig auch wirklich fest zu werden in der Identität in Jesus, wie wir schon so oft gehabt haben. Ja. Es ist so wichtig, dass wir uns dessen zu 100% bewusst sind. Ich möchte es immer wieder betonen, es ist so wichtig. Und eine Geschichte, die kennt jeder von uns. Und die muss zweifelsohne bei so einem Thema fallen. Ja, das ist das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Es wird auch genannt das Gleichnis der zwei Söhne. Es könnte aber auch heißen das Gleichnis vom Vater. Ja,
das Gleichnis vom Vater, weil Jesus quasi den Juden sagen, es ist mein Papa, es ist mein Vater, von dem ich hier euch erzähle, und es ist aber auch euer Vater. Und ich möchte es euch vorlesen, in Lukas 15, ab Vers 11. Wir schmeißen es nicht an die Wand, weil ich es aus der Hoffnung für alle vorlese, aber ihr könnt zuhören und ihr kennt es ja auch sowieso alle. Jesus erzählte weiter. Ein Mann hatte zwei Söhne. Eines Tages sagte der Jüngere zu ihm, Vater, ich will schon jetzt meinen Anteil am Erbe haben. Da teilte der Vater seinen Besitz unter die beiden auf. Nur wenige Tage später machte der jüngere Sohn seinen Anteil zu Geld, verließ seinen Vater und reiste ins Ausland. Dort leistete er sich, was immer er wollte. Er verschleuderte sein Geld, bis er schließlich nichts mehr besaß. Da brach in jenem Land eine große Hungersnot aus. Es ging dem Sohn immer schlechter. In seiner Verzweiflung bettelte er so lange bei dem Bauern, bis der ihn zum Schweinehüten auf die Felder schickte. Oft quälte ihn der Hunger so sehr, dass er sogar über das Schweinefutter froh gewesen wäre, aber nicht mal davon erhielt er etwas. Da kam er zur Besinnung, bei meinem Vater hat jeder Arbeiter mehr als genug zu essen und ich sterbe hier vor Hunger. Ich will zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an, ich bin es nicht mehr wert. Lass mich bitte als Arbeiter bei dir bleiben. Er machte sich auf den Weg und ging zurück zu seinem Vater. Der erkannte ihn schon von Weitem. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn, ich bin schuldig geworden an dir und an Gott. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an, ich bin es nicht mehr wert. Sein Vater aber befahl den Knechten, beeilt euch, holt das schönste Gewand im Haus, legt es meinem Sohn an, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt Schuhe für ihn. Schlachte das Mastkalb, wir wollen essen und feiern, denn mein Sohn war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden. Und sie begannen ein fröhliches Fest. Bis hierhin. Ich finde diese Geschichte, die Jesus da erzählt hat, die berührt immer wieder aufs Neue. Und ich frage dich heute, ist dein Bild von Gott so? Ist dein Bild von Gott so, dass er dir entgegengerannt kommt? Ja? Wenn du diesen einen Schritt auf ihn zumachst, es muss nur ein Schritt sein und Gott kommt dir entgegengerannt, fällt dir um die Arme und küsst dich. Und dieses griechische Wort küssen heißt nicht einmal links, einmal rechts vielleicht, sondern es heißt mit Küssen bedecken. Also der hat den Sohn von oben und unten abgeküsst. Ja. Und wenn wir wissen, wie der gestunken hat und wenn wir wissen, dass die Juden Schweine als unrein gesehen haben, das ist das, was Jesus ausdrücken wollte. Es war dem Herrn, oder in dem Fall dem Vater, egal, wie der Sohn gestunken hat, wie der Sohn vielleicht auch schmutzig war und dreckig, und es war ihm egal, weil er so sehr eine Liebe für ihn hat, dass er gesagt hat, es ist mir egal. Und wenn ich da in Anführungszeichen unrein werden sollte. Oder ist dein Bild von Gott eher so, dass er so mit verschränkten Armen dasteht, von ferne und wartet, bis dieser kleine, elendige Wurm endlich angekrochen kommt und um Verzeihung bittet? Ja? Stell dir mal die Frage, wie ist dein Bild von Gott? Kannst du den Gedanken zulassen, dass dieser heilige Gott dich umarmt? Dass er dich in den Arm nimmt? Für die Juden, ich habe schon gesagt, war es so, dass wenn sie was angefasst haben, was unrein war, sie selbst auch unrein wurden. Und deswegen war das für sie nochmal ein absolutes No-Go, dass dieser Vater seinen Sohn umarmt hatte. Eigentlich hätte er ihn erst in die Badewanne schicken müssen. Nein, bei Gott ist es nicht so. Ja, wir brauchen keine Angst haben, dass Gott, wenn er uns in den Arm nimmt, dass unsere Sünde auf ihn abfärbt. Weil Gott ist heilig. Amen. Aber seine Heiligkeit färbt auf uns ab. Ja? Und das wollen wir doch. Wir wollen doch ein Stück mehr werden wie Jesus, ja, vom Wesen her. Und warum wohl beginnt Jesus das Gebet aller Gebete, das jeder kennt auf diesem Erdball, mit den Worten, unser Vater, der du bist im Himmel? Er hat nicht gesagt, oh heiliger Gott, oh erhabener, oh was weiß ich was. Er hat gesagt, Vater unser, ja, unser Vater, der du bist im Himmel. Den heiligen Gott kannten die Juden zur Genüge, ja.
Aber was ihnen fehlt ja, war diese Vaterbeziehung. Genauso wie sie uns aber oft noch fehlt, ja, diese Vaterbeziehung. Wir wissen, und der Herr ist derjenige, der zu fürchten ist. Ja. Wir müssen diese Ehrfurcht vor Gott haben, aber wir müssen eben auch diese Beziehung zu ihm haben. Ja. Die Juden reden oft von dem Herrn der Herren. Wir haben es auch vorhin gesungen, es ist wichtig. Ja. Den Friedefürst, den Herr der Herrscharen. Und all diese Aussagen, die beschreiben Gott. Ja. Das ist ein beschreibendes Wort für ihn und die sind richtig, die sind wichtig. Aber er sagt nichts über meine Beziehung zu ihm aus. Ja. Aber wenn der Papa ins Spiel kommt, wenn der Vater ins Spiel kommt, das ist ein Beziehungswort. Und dann wird aus diesem ganzen Verhältnis eine Beziehung. Wie es in Römer 8,15 steht, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen Abba, Vater. Und dieses Abba ist eben dieses Papa. Ja, es ist ein Papa, das die Juden früher quasi in vertrauter Umgebung gesprochen haben. Also das ist wirklich ein sehr, sehr inniges Wort. Wenn es dir aber immer noch schwerfällt, zu Gott wirklich Papa zu sagen, dann lass dir doch den Heiligen Geist zur Hilfe kommen. Ja? In Galater 4,6 steht es nämlich nochmal. Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt. Der ruft Abba, Vater. Also hier ruft der Heilige Geist uns wirklich zu, wer Gott für uns ist, wer Gott für uns sein will. Und selbst Jesus hat in seiner schwersten Stunde seinen Papa angefleht. Und ich habe das noch nie gelesen. Also gelesen wahrscheinlich schon, aber noch nie ist es mir aufgefallen. Er hat ihn angefleht, seinen Papa, dass die Geschichte doch wirklich noch eine andere Wendung nimmt. Und zwar lesen wir es in Markus 14,36 und da heißt, und er sprach, Abba, Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch doch von mir, doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Ja, also hier sehen wir nochmal diese vertraute Beziehung, wirklich bis zum Ende, die Gott und Jesus hatten und haben. Und genau diese Beziehung, die Jesus zu Gott hat, möchte auch Gott zu uns haben. Er macht da keinen Unterschied, ja. Und aber oft ist es so, wir stehen stramm vorm Herrn, ja, so wie eine Armee. Und es ist wichtig, dass wir wissen, wo unsere Kriegsreihen sind. Aber es ist genauso wichtig, dass wir zu ihm kommen. Ja, dass wir zu ihm kommen, ihm unser Herz geben. Und er ist auch derjenige, der sein Herz mit uns teilen will. Also wir müssen diesen gesunden Mittelweg finden. Ja, zwischen der Liebe des Vaters und wirklich feststehen in den Kriegsreihen des allmächtigen Gottes. Ja, wirklich auf den Schoß des Vaters zu kommen und bei ihm zu sitzen, bei ihm auszuruhen, wirklich zu hören, was er mir zu sagen hat. Also wenn ihr das nächste Mal das Vater unser betet, denkt mal an Gott, den Vater, und geht nicht einfach drüber hinweg. Ja. Ich möchte euch noch eine weitere Geschichte erzählen. Heute ist der Tag des Geschichtenerzählens. Es gibt eine Buchreihe für Kinder, die nennt sich Nicht wie bei Räubers. Und da geht es um den kleinen Räuberjungen, Tom heißt er. Und der Tom wurde als kleines Baby praktisch seinen Eltern weggenommen und ist dann bei Räubern aufgewachsen und wird dann aber vom König, also gibt es einen König, gibt es ein Königreich, gibt es einen Königssohn, also wir wissen alle, dass der König Gott ist, Königssohn ist Jesus. Und in dieses Königreich wird Tom aufgenommen und natürlich muss er das lernen. Ja? Und relativ am Anfang ist er dann in einem Zimmer vom König und probiert da ein wenig rum an irgendwelchen Sachen, an irgendwelchen Uhren und auf einmal macht es krrr. Da ist eine Uhr kaputt. Und denkt er sich, Mist. Ja. In seiner Panik haut er ab. Er rennt aus dem Königsschloss raus, rennt in den Wald und da möchte ich jetzt anfangen zu lesen. Als Tom wieder zu Atem kam, plagten ihn schreckliche Gedanken. Nie wieder darf ich mich im Schloss sehen lassen. Sicher weiß jeder schon, dass ich es war. Was werden die Kinder sagen? Und der König erst? Wie wird er reagieren? Wohl sehr zornig, denn das Kästchen war sicher sehr kostbar. Und der Tom hat sich dann auf einem Baum versteckt, dass ihn wirklich niemand finden kann. Und dann lesen wir weiter. Da! Waren das nicht Schritte? Tom riss die Augen auf und starrte ins Dunkel. Eine große Gestalt stand unter dem Baum und eine tiefe Stimme sagte ganz ruhig, komm runter, Tom. Es ist alles gut. Aber, stammelte Tom, ich hab doch...
Der König unterbrach ihn, es ist wirklich alles gut. Da ließ Tom sich einfach fallen und die ausgebreiteten Arme des Vaters fingen ihn auf. Mein Kind, musst du Angst gehabt haben? Warum bist du davongelaufen? Warum versteckst du dich vor mir? Weißt du, Schuld zu verstecken, das ist das Schlimmste für dich und für mich. Glaub mir, ich halte immer zu dir, ganz gleich, was du tust. Auch wenn du was falsch machst, kommst du am besten sofort zu mir. Denn ich kann alles wieder gut machen und ich tue das so gerne. Willst du das lernen? Tom nickte und ließ sich verwundert, aber dankbar von seinem starken Vater nach Hause tragen. So unbegreiflich gut war dieser Vater. Auch wenn man was angestellt hatte, konnte man zu ihm kommen. Das wollte der Junge sich merken. Also Tom musste wirklich erst lernen, mit dieser Liebe umzugehen. Ja? Wir lesen dann weiter, dass er diese geschenkte Liebe, es war eine geschenkte Liebe, wie bei uns, er konnte sie nicht annehmen. Ja? Er wollte das Ganze irgendwie wieder gut machen. Und er hat dann am Königshof überall geholfen, in der Küche, im Garten, in den Ställen. Und er hat am Schluss noch dem König einen riesengroßen Blumenstrauß gepflückt. Und wir lesen dann weiter. Tom dachte sich, er hatte was geleistet. Aber etwas war nicht in Ordnung, als ob ihm etwas fehlte. Mitten in der Nacht wachte er auf. Da saß der König an seinem Bett und fragte, Tom, wo warst du den ganzen Tag? Und warum hast du mir weder guten Morgen noch gute Nacht gesagt? Danke für den Blumenstrauß. Ja, der war lieb gemeint, aber du selber hast mir gefehlt. Und als Tom ihm erklärte, dass er für den Schaden, den er angerichtet hatte, irgendwie hatte aufkommen wollen, meinte der König ganz ernst, das ist nicht deine Sache, Tom. Den Preis hat ein anderer bezahlt. Ich habe dir doch gesagt, dass wirklich alles gut ist. Du darfst hier lernen, dich beschenken zu lassen, nichts selber verdienen zu müssen. So ist das in meinem Reich. Das war zu viel für den Bubenschädel. Verstehen konnte er das nicht. Aber weil er merkte, dass es dem Vater so wichtig war, wollte er auch das lernen. Kennst du das? Diese Gedanken, die da der Tom gehabt hat? Ich muss doch irgendwas tun können. Ich muss mir doch das irgendwie verdienen können. Also ich habe diese Gedanken sehr, sehr oft gehabt. Ja. Vielleicht nicht bewusst und vielleicht auch nicht vordergründig, aber irgendwo im Unterbewusstsein waren die da. Und ich muss euch enttäuschen, es klappt nicht. Ich habe es oft probiert, aber es funktioniert nicht. Und ich bin froh, dass es nicht funktioniert, dass wir uns das nicht verdienen können, dass wir uns die Liebe des Vaters nicht verdienen können. Es funktioniert nicht. Ja, es ist ein Geschenk. Deswegen ist es Gnade. Und deswegen lasst uns diesen Gedanken, egal ob ihr den bewusst oder unbewusst habt, lasst uns den ein für alle Mal ablegen, ja? Dass ich mir das irgendwie verdienen kann. Und lasst uns dieses Geschenk, diese Gnade, dieser Vaterliebe endlich annehmen und sagen, ja, hier bin ich. Und Vater, ja, ich verstehe es vielleicht nicht. Und wir werden es wahrscheinlich auch nie verstehen, aber ich will es tun. Ich will diese Liebe wirklich annehmen. Denn nur aus dieser Liebe heraus ist ein echtes Leben wirklich möglich. Und nur dann gelingt es uns zu lieben, ja, auch wenn wir vielleicht nicht geliebt werden. Nur dann können wir endlich wirklich frei sein. Nur dann können wir kämpfen. Ja? Auch dieses Kämpfen ist wichtig, wie der Herr es von uns erwartet. Und nur dann gelingt es uns auch, gelassen zu bleiben, wenn vielleicht alles um uns herum zusammenbricht. Ja? Und uns auf das Wesentliche zu konzentrieren, auch wenn Corona 25 kommt. Ja? Diese Liebe des Vaters ist so wichtig. Und der Vater liebt dich bedingungslos. Ja? Wir haben es vorhin in dieser Geschichte gelesen. Er wollte nicht vom Tom, dass er irgendwas wieder gut macht. Nichts. Es ist bedingungslos. Jetzt würdest du vielleicht sagen, ja, aber Gott ist doch auch zornig. Ja, Gott ist zornig, ja, weil Gott Sünde hasst und entwickelt eine Mordswut auf die Sünde. Aber wisst ihr, der Unterschied zwischen uns, und ich sehe das an mir, wenn ich richtig sauer bin als Papa,
dann kann es vielleicht auch manchmal außer Kontrolle geraten. Ja? Und das ist der Unterschied zu Gott. Er ist zornig, ohne willkürlich zu sein. Ja? Das ist der Unterschied. Und was er gemacht hat, ist, er hat diesen Blitzableiter aufgebaut. Wir haben es auch vorhin gesungen. Diesen Blitzableiter, dieses Kreuz von Golgatha. Ja, in seiner Liebe zu uns. Und dort ist ein für alle Mal meine Sünde und deine Sünde beglichen worden. Ja. Und da ist der Zorn Gottes eingeschlagen. In diesem Blitzableiter ist der Zorn Gottes eingeschlagen, der sonst uns pulverisiert hätte. Ja. Sich wie beim Roadrunner und beim Kojoten, ja, der wie oft sich in die Luft gesprengt hat und dann so pulverisiert ist. Ja. Es hätte uns getroffen normalerweise. Und mir ist vorhin noch was gekommen, diese verbrannte Erde, die da am Kreuz hinterlassen worden ist, die Tiere in der Savanne oder in der Steppe, wenn es da einen Steppenbrand gab, wo sind die hin, wenn es wieder einen gibt, auf diese verbrannte Erde, weil sie wussten, da brennt es nicht mehr. Ja? Und genauso ist es für uns wichtig, diese verbrannte Erde ist ein für alle Mal am Kreuz verbrannt. Und deswegen, wenn was ist, müssen wir dahin, ja? Ans Kreuz, wo diese Erde schon verbrannt ist, wo nichts mehr brennen kann. Ich möchte gar nicht viel mehr darauf eingehen, weil der Robin vor 2 Jahren eine Weihnachtspredigt gehalten hat, die zu dem Thema sehr gut passt. Also ihr könnt es gerne nochmal nachhören. Aber es ist so wichtig, dass wir das begreifen, ja, dass der Herr das aus Liebe getan hat. Er hat Jesus wirklich an diesem Kreuz geopfert. Und Jesus hat es aus Liebe für uns getan und ist an dieses Kreuz gegangen. Also der Vater liebt dich. Ja, wir haben es gehört. Er liebt dich. Such ihn. Und bitte ihn, zeig mir dein Herz, Vater. Zeig mir, was auf deinem Herzen ist und zeig mir wirklich deine Liebe. Und ich weiß, er will nichts lieber als das. Er will nichts weniger als dir, wirklich seine Liebe, dich zu überschütten mit seiner Liebe. Und ich bitte euch wirklich, lasst es nicht verstreichen. Lasst es nicht wieder hinten runterfallen, sondern macht es wirklich fest und sagt, ja, Herr, ich will das wirklich. Und ich will einfach nochmal mit einem Vers schließen, der das einfach aussagt und den ja auch jeder kennt. Und zwar heißt es in Johannes 3,16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, ja, jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. In Jesu Namen. Amen. Vater, ich möchte dir danken. Vater, ich möchte dir so sehr danken, wirklich für diesen Tag, den wir heute feiern dürfen. Und ich möchte dir so sehr danken, Vater, für diese Liebe, die du zu uns hast. Für diese Beziehung, die du zu uns haben willst, Vater. Und ja, wie oft ist uns das ja gefühlt egal. Wie oft fragen wir gar nicht nach dir. Herr, ich bete wirklich, dass dieser Abend wirklich nochmal ein Startpunkt ist, auch für uns wirklich diese Liebe mit dir festzumachen, Vater. Und ich danke dir, dass du uns neue Offenbarungen wirklich geben willst über deine Liebe, Herr. Über dein Herz, Vater. Ja, auf deinem Herzen sind so viele Dinge, da wissen wir noch gar nichts davon, Herr. Ich danke dir, dass du das aber tun willst. Du willst es mit uns teilen, du willst es nicht als Geheimnis vor uns verstecken, Herr. Und deswegen bete ich wirklich, dass wir lernen, auf deinem Schoß zu sitzen, Vater. Dass wir lernen, auf deinen Schoß zu kommen und wirklich deine Nähe zu genießen, Herr. Und ich danke dir, dass du uns da wirklich reichlich geben willst, Herr. Amen.